Wir werden niemandem erlauben, uns irgendwelche Entscheidungen aufzuzwingen. Dafür sind ihre Hände zu kurz. Aber auch in diesem Bereich sollten wir nichts tun, was unseren Interessen widerspricht. Sergei Viktorowitsch Lavrov wird wahrscheinlich sauer auf mich sein, weil das Außenministerium ergreift meistens symmetrische Gegenmaßnahmen nach dem Motto, man hat uns angespuckt, jetzt müssen wir zurückspucken und so weiter. Sie geben uns keine Visa mehr und jetzt sollen wir auch niemandem mehr Visa erteilen. Wir dürfen nichts tun, was unseren Interessen nicht entspricht. Wir sind daran interessiert, dass junge Leute zu uns kommen und bei uns studieren. Ja, warum sollen wir es ihnen verwehren? Wir sind daran interessiert, dass Geschäftsleute zu uns kommen und hier arbeiten, ungeachtet aller Einschränkungen. Und solche Geschäftsleute gibt es viele, die in Russland leben, Russland vertrauen und hier arbeiten wollen. Welcome, bitteschön, sie sollen ruhig kommen und arbeiten. Warum soll man sie da einschränken? Oder beispielsweise Tutoren, die herkommen und unsere Kinder unterrichten. Sollen sie doch ruhig kommen und arbeiten. Was ist daran denn schlecht? Oder Sportler, Künstler, warum soll man sie einschränken? Wir werden nicht selbst diese Kontakte abschneiden. Und diejenigen, die das tun, isolieren damit nicht uns, sondern sich selbst.